Alfan hier, ich begrüße euch. Wir machen das super schnell. Wir gehen jetzt über zum Display-Opening vom BT7 und dann werde ich euch während des Öffnens ein bisschen was zu dem Display erzählen. Okay? So, da haben wir das gute Stück. Next Adventure BT07. Eigentlich alles wie gehabt, bis auf eine Neuerung. Schaut euch das mal an. Ja, wir haben hier 10 Super Rares, 2 Secret Rares und jetzt kommt's. 8 Campaign Rares. Ja, das ist ein Novum. Und das macht das vielleicht auch interessant. Ihr wisst ja vielleicht mein letztes Video, wo ich die Digimon Packs gewogen habe vom 1,0er. Durch die Campaign Rares kann das natürlich ein bisschen verzerrt werden und schwieriger. Des Weiteren muss man ja auch noch beachten, dass später bei den späteren Displays, ich weiß nicht, wo das war, ich glaube Battle of Omni, haben die Rare-Karten ja diesen silbernen, glänzenden Rand dazu bekommen. Und es kann gut angehen, ich kann es irgendwann nochmal machen in einem zukünftigen Video. Ja, es kann gut angehen, dass die Karten dadurch auch schwerer sind und es noch schwieriger generell ist zu ermitteln, ob wir jetzt einen Hit haben im Pack oder nicht. Aber jetzt schauen wir uns das mal an. Dieses Set besticht meiner Meinung nach, ähnlich wie Battle of Omni, dadurch, dass hier unheimlich viele geile Karten vom Aussehen her drin sind, vom Artwork her, ja, haben wir ziemlich wieder so in den Bereich episch gehend. So, erstmal haben wir hier ein Digimon Card Game Box Promotion Pack Next Adventure One Card. Dann können wir auch wieder auf der Rückseite eigentlich immer erkennen, was wir hier Red Memory Boost, Blue Memory. Okay, seht ihr? Ja. Die behalte ich einfach mal, weil ich mache irgendwann ein großes Dash-Pack-Opening. Ich habe jetzt unheimlich viele sammeln können mit der Zeit. Wen haben wir denn hier als Boxtopper? Haben wir Takuya Kanbara. So, wollen wir jetzt mal anfangen. Leute, es gibt hier Chase-Karten, werde ich einblenden, die beiden. Es gibt hier viele Karten, auch Emperor Greymon, Alternate Art zum Beispiel. Gibt auch preislich ein bisschen mehr und sieht auch verdammt heftig aus. Aber die beiden, ja, die man hier unbedingt haben möchte, sind halt Susanomon oder Lucemon, Alternate Art, Gigasmon, Orochimon, Pulsmon, Warmon, Nemon, Toy Agumon, Deadly Axemon, Electric Wash, Pusurimon, Beetlemon, Dead or Alive, hier sehen wir auch schon Lucemon. Und wir haben Qualiolize Blast. Okay, alles klar. Die Rare packen wir mal dahin. Der Bulk kommt zur Seite. Und weiter geht's. So. Versuche es mal wieder ein bisschen zügiger zu machen. Und ich sehe auch gerade, die Webcam wackelt ein bisschen. Aber das ist kein Problem. So. Pulsmon wieder. Ja, die Karten soll man eigentlich ganz gut erkennen können. Blue Hawaii Death. Brave Metal. Oh, sieht auch geil aus. Icemon. Ja. Bautmon. Tuskmon. Kokomon. Rihimon. Oh, auch heftig. Hybrid. Aldamon. Ja, den kennen wir auch. Skull Knightmon, oh, das ist eine Rare-Karte, aber guck mal, das ist wieder genau mein Ding, ja, wieder so ein Ritter. Nice, mal gucken, was haben wir dahinter? Ancient Kazemon, auch nicht schlecht, ist eine Rare, also ich sag's immer wieder, ne, also das könnten auch locker super Rare-Karten sein, ja. Ah, Leute, ja, also die Artworks, ich sag es immer wieder. Das ist eben das, was mich an diesem Kartenset echt gehalten hat. Zum einen, weil Digimon früher echt verdammt geil war. Die Serie, vor allem die erste Staffel. Und die Artworks sehen halt unheimlich geil. Och, guck mal, Bokomon, ja, das ist ja auch so ein kleiner süßer Fratz. Saber Leomon, Dorogamon. Da gibt auch eine geile Alternativkarte von Doromon. Und ich glaube, es gibt auch Dorogamon. Oder warte mal, wie heißt der? Auch eine ziemlich heftige Alternativkarte. Mal gucken, was wir jetzt im Gomamon, ne? Also sozusagen auch einer der Starter. Bukamon. Doro Greymon. Da kommen wir wieder zu diesen ganzen Subklassen. Kota Domoto als Tamer. Ja? Auch nicht schlecht. Und Lopmon. Ganz alleine da in der Finsternis.
Also hier können wir auch schon irgendwie denken, dass das so eine besondere ist. Ich habe mir jetzt, also ich kenne die meisten Super Rares von dem Set. Die Campaign Rares sollte man eigentlich erkennen. Das ist dann wie Pokémon, ja, dass ihr dann da einen Digimon seht und den dazugehörigen Tamer. Oh Gott, was ist denn mit dem hier? Das ich gerade mega schwer öffnen. Alles klar. So. Ah, warte mal, ich glaube, hier könnte ein Hit drin sein. Thunderlaser, Vendigomon, Kassemon, Kingwarmon. Auch nicht schlecht. Hat ein bisschen was von Ceresmon, diesem anderen aus dem früheren. Hookmon. Achso, hier haben wir Icemon Scatter Mode. Metal Kabuterimon. Den kannte ich jetzt gar nicht. Eosmon, okay. Aber ey, guck mal, eine Ankommenkarte. Leute, das Artwork gefällt. Faszinierend, echt wunderschön. Beowulfmon, Fire Drake Strike, Betamon und Tommyhimi. So, so. Zack. Bull kommt weg. Schauen wir mal. Oh Leute, ich möchte ja unbedingt Susanomon. Ich möchte Emperor Greymon haben. Oh, da gibt es so viele, ey. Lucemon Chaos Mode ist natürlich auch mega cool. Dino Memory Boost, Brave Metal, Kasemon wieder, Vendigomon, Korikakumon, Tortomon, Gigastorm. Oh, guck mal hier, Metal Greymon in Action. Jet Slifimon, Starlight Velocity, Pride Memory Boost. Boah, guck mal hier. Skull Knightmon, wieder. Und Phönixmon, und das ist eine Campaign Rare. Schaut euch mal an. Ja, hat ein bisschen anderen Style, aber kommt, die haben was. Unterscheiden sich und seht ihr auch so diesen kreisförmigen Hollow-Effekt im Hintergrund, müsstet ihr eigentlich erkennen können. Also doch durchaus gelungen. Setzt sich ein bisschen ab von den anderen Karten. Finde ich jetzt nicht schlecht, dass sie noch sowas reingebaut haben. Das macht das Ganze, ja, ich sag ja immer abenteuerlicher. Ja, da haben wir sozusagen unseren ersten offiziellen Hit. Während aber auch einige Rare-Karten könnte man auch schon als Hit bezeichnen, finde ich. Ja, ich weiß ja auch nicht, weil wie das überhaupt so aufgeteilt ist nach Leuten, die das Spiel spielen oder die wie ich eigentlich nur nach den Artworks gehen und das sammeln eben. Ghostmon, Durugamon, ach, jetzt bin ich ein paar übersprungen, ist nicht so schlimm. Gigastorm wieder, Ultra Turbulenz, Kumamon. Kaiser Leomon, oh, auch heftig, ey. Hat schon ein bisschen was so Ägyptisches, ne, von dem Style. Nicht schlecht. Pusurimon. Steffilmon. Ancient Sphinxmon. Ey, oh, guck mal, ihr guckt euch das an. Seht ihr das an? Das ist wieder dieser Bereich, so ähnlich wie von Black Wargreymon. Alternativart, dieses dunkel geschadete mit den hier auch den roten Augen. Alter, das ist auch wieder eine Karte, Leute. Die kommt im Bein da unheimlich gut. Die brauchst du nicht verstecken vorne. Und was haben wir hier? Metal Greymon Super Rare. Finde ich klasse, dass wir die ziehen. Metal Greymon, komm. Leute. Ja? Ist die Coverkarte von diesem Set. Nices Ding, Mann. Schau ich nur an. Wie er gerade hier so einen Felsbrocken zerschlägt. Cool. Metal Greymon freue ich. Ist unser erster Hit. Hat ein bisschen jetzt auf sich warten lassen, tatsächlich. Die Rare kommen wieder da zur Seite. Der Bulk hier links. Ich sag's auch immer wieder, Leute, ne? Ihr müsst aufpassen. Wenn ihr jetzt so eine Leute oder so eine, ja, wenn ihr immer danach geht, auch komplett nach dem Finanziellen. Das ist ja immer so eine Sache bei so Sammelsachen. Die Ankommens und Commons können teilweise mehr Wert haben als einige Rares auch. Ja? Also da würde ich immer vorsichtig sein, die sofort in den Bulk zu schmeißen. Da werde ich irgendwann auch mal alle zusammensuchen, weil da kann sich dann einiges anhäufen. Grumblemon, Trizaramon, Mugen, Koromon, Daipanmon, Evolution Ancient. Und wen haben wir? Oh, Dino Rexmon Rare Card. Auf den ersten Blick habe ich eben echt gedacht, das wäre eine Super Rare wieder. Alter! Meine Güte, komm. Mega Data Dinosaur X Antibody. Der geht ab. Alter, also die Karten, Mann. Von den Rare-Karten kenne ich gar nicht so viele. Ich habe selber ein paar Openings gesehen.
Und einige haben ja auch zwei Secretwares gezogen in dem Display. Und das habe ich vermehrt irgendwie bei einigen Leuten gesehen. Ja? Ich bin echt nochmal gespannt, was wir heute ziehen. Ich habe aber auch von einigen gehört in so Forenbeiträgen oder bei Facebook in so Gruppen, dass die gar keine Secretwares gezogen haben. Bleibt abzuwarten. Gucken, ob wir heute Glück haben. Deadly Axemon, Tortomon, Antilan, Gotsumon, Schwarzleersatz. Ja, da kommen wieder die Japaner mit den deutschen Wörtern. Korikakumon, Grumblemon, Beetlemon, Bukamon, Doro Greymon wieder, Koji Minamoto, Tamer-Karte und dahinter Doro Goramon. Die Karte sieht nicht schlecht aus. Man braucht ein bisschen, um hier sein Gesicht zu erkennen. Seht ihr? Aber der, also die Alternativkarte von dem, die muss ich ja auch unbedingt haben, ey. Also da würde ich mich auch freuen, wenn wir die ziehen, weil die geht auch wieder in den Bereich absolut episch. Und wie immer, selbstverständlich, werden alle Pulls am Ende gezeigt. Ne? Und ich mache auch irgendwann jetzt mal ein Video mit den 10 teuersten Digimon-Karten, die man aus Displays ziehen kann. Das ist eigentlich ganz interessant. Vielleicht für einige. Ja, das ist auch mal so das Thema. Shellmon mit so Geld und Sammeln, ne? Ich denke mal, so viele, so wie ich, ich liebe die Artworks, aber dass dann eben einige Karten auch ein bisschen Geld zurückgeben. Das ist ja eben so das unheimliche Coole an diesem Hobby auch. Monitamon und dieser kapitalistischen Gesellschaft, ja komm, da kommt man dann auch in einem Kartenspiel darum nicht vorbei. Calling from the Darkness, Dorimon, oh, auch fies. So ein bisschen, könnten verwandt sein, ein bisschen von den Krittern. Kennt ihr die aus den 80er Jahren? Auch ziemlich nice. Strabimon, Rare. Oh, Strabimon hat eine unheimlich geile, epische Karte als Alternativ-Artwork. Was ziehen wir dahinter? Ancient Kasemon, auch Rare-Karte. Ja. Wieder zwei unheimlich schöne Karten. Auch wer die so sammelt, kann man echt sich nicht beschweren. So. Zack. Monochromon, Flame Memory Boost, Shellmon, Bulkmon, Lovimon, wow, auch heftig. Brachiomon, ja, sehr dinosaurierorientiert, Tidal Wave, Kokomon, Rhino Caboterimon, Nidhoggmon, den kennen wir auch schon, oh, aber auch wieder ein verdammt nices Artwork. Ja? Chaos Dramon Rare, wahrscheinlich einer meiner Lieblings-Rare-Karten hier. Alter. Leute. Ja, also. Und Ancient Sphinxmon. Zwei ziemlich epische Rare-Karten. Es erinnert mich vom Style-Grad, Style-Level her, unheimlich an Battle of Omni. Ja, Battle of Omni kennt ihr. Ganz viele Alternativ-Artwork-Karten für verschiedene Omnimons. Preislich, bis auf Omnimon Sword Defeat, die Secret Rare, geben die Karten nicht so viel, aber von der Optik her sehr viel. Zum Beispiel, ja. Ganz viele Rare-Karten sehen unheimlich gelungen aus. Kann ich immer nur weiterempfehlen. Für Leute, die danach gehen, holt euch Battle of Omni. Da habt ihr auch geile Rare-Karten. Wargreymon, Black Wargreymon, wie heißt der andere hier? Der mit dem heftigen Gesicht. Lobimon. Ancient Volcanomon, C4mon, Burning Greymon, auch nice. Ja, alles, wo Greymon draufsteht. Sistermon Blank Awakened, guckt euch das mal an. Nicht schlecht. Und dahinter Orphanimon Promo, Campaign Rare, sorry. Ja. Aber, oh, nehmen wir mit. Orphanimon finde ich cool. Ja. Geht ja auch wieder so ein bisschen entfernt in die Richtung so Ritter. Und so coole Valkyrenanzüge sind auch niemals von niemals abzulehnen. Ich mag ja auch Eis. Wie heißt die Eisblaumon? Oder wie heißt die eine Karte? Ich kann mich nicht mehr so gut erinnern. Dino Memory Boost, Monitamon, Bokomon, Triceramon, Philmon, Nimon, Warmon, Starlight Velocity, Ancient Volcanomon. Aldamon,
Kota Domoto und Lucemon Carson. Heftig, Alter. Und der bockt. Und da kann ich euch sagen, als Nichtspieler, ich gucke ja viele Digimon Openings selber, auch von Leuten, die spielen, die sagen, dass er in BT8, fragt mich nicht wie, aber er bekommt anscheinend Unterstützung, denn den kriegt ihr jetzt mittlerweile für 15 bis 20 Euro, den ich jetzt hier gezogen habe. Das ist das normale Artwork. Aber trotzdem für meine Sammlung unheimlich geil. Ja? Cooles Ding, ey. Lucemon Chaos Mode. Das alternative Artwork haut auch ziemlich rein. Und es kann natürlich sein, wenn er jetzt Unterstützung bekommt im BT8er, dass der Preis dann natürlich steigt. Ja, weil es ist immer noch eine Secret Rare, gemessen an den anderen, eben seltener zu ziehen. Ja. Aber schon mal cool. Auf jeden Fall eine Secret Rare. Da freue ich mich echt. Gucken, was hier noch auf uns zukommt. King Warmon. Monochromon, Toyagomon, wir gehen jetzt mal ein bisschen schneller hier. Pulsmon, Warmon, Nimon, ja, die wiederholen sich jetzt auch. Gigasmon, Nitokmon, wieder geiles Design. Kapurimon, Electric Rush, Dinorexmon wieder und Emperor Greymon. Den wollte ich unbedingt haben als Super Rare. Der ist nice. Ey Leute, ihr könnt auch ein bisschen so die Holo-Effekte sehen. Geile Karte, da freue ich mich, dass ich den auch gezogen habe. Von den Super Rares. Wirklich nice. Hat auch ein cooles alternative Artwork. Ja, im Japanischen wird er ja Kaiser Greymon genannt. So ein paar Namen wurden ja irgendwie umgeändert aus verschiedensten Gründen. Ich frage mich jetzt nicht genau, was da so hinter steckt. Ja, bei Sistermon, das war ja die eine Sache, da kriegt ihr die einen ja nicht in den englischen Sets, weil die zu anstößig wirken, weil das so Nonnen sind mit Waffen. Ja, da ist Amerika dann ein bisschen, also nicht so flexibel. Während sie bei anderen Sachen auch wiederum die Augen zudrücken. Ne? Steigt auch keiner durch. Na, lassen wir das. Calling from the Darkness. Jet Slifeymon. Mugen. Dorumon. Oh, das ist auch ein cooles Alternativ. Mal gucken, ob wir das ziehen können. Und wir haben Harrismon. Harrismon. Ja, ich mag Igel. Ja, und das ist eine Rare Card. Ich dachte, das wäre eine Super Rare. Hat auch ein alternatives Artwork hier. Mal, Leute, ich mag Sonic von früher. Kennt ihr? Ja? Aber das wäre jetzt vielleicht die, die ich am wenigsten ziehen möchte. Bin ich jetzt super ehrlich. Sonic, Mega Drive, können sich einige noch daran erinnern? Was ich immer gehasst habe, wenn man mit ihm unter Wasser war und dann kam dieser Countdown, da hatte ich mal voll Schiss. Ja, weil da war man ja auch sofort weg vom Fenster. Man hat nicht denn die Ringe verloren, sondern war sofort tot. Auch dieses Geräusch immer. Antilamon, Dino Memory Boost, Gomamon, Avenge Kidmon, hat auch eine Pre-Release-Karte. Die, ja, dann steht hier unten so Pre-Release. Mame Tyramon. Oh, warte mal. Gucken, was wir hier. Tommy Himmi. Und Rosemon Promo. Alles klar. Und wieder auch, ja, mit diesem kreisförmigen Holo-Effekt im Hintergrund. Hat auch einen anderen so Zeichenstil. Nicht schlecht. Jupp. Nehmen wir locker mit, ey. Campaign Rares. Ja, wird auch mal interessant, wie viele Campaign Rares wir ziehen. Ich weiß gar nicht, wie da die Pull Rate ist. Das ist euch vielleicht auch mal aufgefallen. Das ist generell, wenn ihr so nachgoogelt, Pull Rates für die Digimon Displays, da gibt es nicht so viele Anhaltspunkte. Und irgendwie unterscheidet sich das auch oftmals. Schwarz-Leersatz. Komm, wir gehen jetzt mal ein bisschen schneller hier wieder. Antylamon, Fire Drake Strike, Main Tyramon, Koromon, Chaos Dramon, oh Gott, ich liebe diese Rare. Und Magna Garurumon. Oha! Super Rare. Leute, ich kann euch jetzt gar nicht sagen, weil das ist jetzt einer, den hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Er sieht auf jeden Fall verdammt nice aus. Ich kann euch nicht mal sagen, ob das hier die Super Rare ist. Das alternative Artwork. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich glaube nicht. Kann aber trotzdem sein. Das werdet ihr sehen in der Nachbearbeitung. Dorogamon, Ultra Turbulenz, Schwarze Leersatz, Hubmon, Saberleomon, Gigastorm, Füllmon, Kokomon,
He-Mon, Aldamon, Koichi, Kimura und Metal Garurumon jetzt als Campaign-Karte. Ey, da ziehen wir aber einige. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, gelesen zu haben, dass einige da eher Pech mit hatten, die zu ziehen. Ja, also von der Seite haben wir echt Glück. Und ich glaube, die sind so im Preissegment. Ey, lass mich jetzt lügen bei den Campaign Rares. Ich würde jetzt mal so tippen, die bewegen sich wahrscheinlich so in so 5 Euro drunter. Das ist jetzt mal so meine Vorahnung. Taskmon, Icemon, Scattermon, Dino Memory Boost, Durugamon, Blue Hawaii Death, Brachiomon, Trizaramon, Sifiamon, Pride Memory Boost, Steffielmon, Sistermon, Seal Awakened. Ach, da haben wir jetzt, glaube ich, sogar beide, ne? Sistermon, Seal und die andere. Und Flamemon Rare Card hatten wir noch gar nicht. Oh, aber auch nicht schlecht. Ja, und die Sistermons haben gefühlt auch mal noch diesen Waifu-Bonus. Das merkt man oftmals so an den Preisen. Ja? Oder denkt auch bei dem Waifu-Bonus, denkt an hier Lady Devimon. Die kostet bis heute noch, die kriegt ihr im 1,5er, wenn ich mich nicht irre. Die kostet so 4-5 Euro für eine Rare. Mehr als einige Super Rares aus dem 1,0er Display. Ghostmon, Tidal Wave, Taskmon, Kasemon, Bokomon, oh Gott, Shellmon, Wendigomon, Eosmon wieder, Alter. Beowulfmon, Fire Drake Strike, Ancient Beetlemon, ja, auch eine coole Full Art Rare Karte, echt. Und dahinter haben wir Dorogoramon Alternativ Art, Alter. Wie gut. Also diese, ja. Deswegen sind wir doch hier, oder nicht? Seid doch mal ehrlich. Wegen solchen Karten. Das holt einen doch ab. Faszinierend. Episch. Beyond Epic. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wir ziehen ihn in Normal und jetzt Alternativart. Derbe geil. Freue ich mich unheimlich. Richtig gut. Yes. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier aufpassen. Ups. Oh, nice, ey. Ich kann euch gar nicht sagen, in welchem Preissegment der sich jetzt bewegt. Ich schätze mal so 15 bis 20. Aber werdet ihr sehen, ich werde es ja einblenden. Aber da freue ich mich. Ja, und falls sich einige fragen, kaufe ich denn immer Massendisplays? Kommt immer drauf an, auf die Sets. Ich mag eben das Gefühl, so selber auf die Jagd zu gehen und die selber zu ziehen. Ist immer noch was anderes, als die einzeln zu kaufen. Aber ich bin jetzt auch ehrlich, weil ich gehe jetzt so in die Richtung. Ich habe von einigen... Oh, ich muss mal kurz hier... Bei einigen Displays habe ich jetzt schon echt einige Karten und dann sage ich mir irgendwann, ey komm, ja, ich kaufe die jetzt einzeln, weil sonst ist es irgendwann albern. Weil man zieht dann ja auch immer wieder die gleichen Super Rares. Dann macht das irgendwann auch nicht mehr so viel Spaß. So, jetzt sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich kann jetzt mal ein bisschen schneller durchgehen. Burn Gray, Kuji Mimamoto und Metal Cannon. Oh, aber dann ziehen wir echt Dorogoramon. Nee, Dorogoramon. So, jetzt kommen wir die letzten vier... Ich habe jetzt die Hits auch nicht mitgezählt. Das wird ja wahrscheinlich auch wieder sein mit Special Rares, mit Alternativarts und dass man 9 Hits hat. Ich glaube, wir haben die jetzt auch. Stiffimon, Strabimon hier und Wergarurumon Super Rare. Der ist ja auch noch hier. Oh, auch ein cooles. Ach, guckt euch mal das Auge an von ihm. Ja, er ist wütend. Und dann dieser Slash, der uns entgegengeworfen wird, hat was. Da haben wir noch einen geilen Hitman, Wergarurumon. Cooles Ding, ey. Nice Super Rare, freue ich mich. Der hat ja auch noch ein alternatives Artwork, Wergarurumon. Es ist ja auch nicht immer zwingend, ja, dass jedes Super Rare ein alternatives Artwork bekommt. Ich kann euch schon mal sagen, weil wir sind ja jetzt fast am Ende. Als nächstes werde ich öffnen, ich glaube, das mache ich morgen, einmal Brilliant Stars. Ich muss einmal dabei sein, ja. Ich habe so viele Openings gesehen, die Pull Rate scheint ziemlich gut zu sein und es gibt einige Karten, die ich da optisch sehr, sehr anziehend finde. Arceus, Charizard, also hier Glurak sowieso, Eosmon, Betamon, hat hier bei Alphan, oh, Dark Knightmon ziehen wir auch noch, wie geil, ja, geht schon hier, also mit dem Namen zu Batman. Dark Knightmon, sage ich euch auch, ist auch eine Alternativkarte, die es von ihm gibt.
Also die möchte ich ja auch unbedingt haben. Geht auch wieder in den Bereich Beyond Epic. Dark Knight, Mon. Leute, ja. Wieder so ein ritterähnlicher Vertreter. Heftig. Oh Gott. Ich darf mich echt nicht beschweren durch die Puls. Durch die Puls. Beim nächsten Mal, also das Ding werde ich nochmal öffnen, bin ich mir ziemlich sicher. Noch für ein paar Campaign Rares. Ja, dass wir auch nochmal Wargreymon ziehen. Das beste Digimon. Das können wir hier, also ich bin mir ziemlich sicher, wir haben jetzt alle Hits. Leute, ich gehe jetzt hier schneller durch. Wir haben die Namen jetzt schon oft gesehen. System on Blank. So, so. Und Ancient Beetlemon. Zack. Das letzte Pack. Bam, bam, Brave Metal, Flame Memory Boost, Shellmon. Jetzt zeige ich euch gleich nochmal alle Puls. Icemon, Beowulfmon, Dorymon, Rihemon, Ancient Kazemon und Kazuchimon. Super Rare, wir haben noch einen Hit. Und ich glaube, die ist sogar vom Preislichen her ein bisschen höher angesetzt. 10 Euro plus. War, glaube ich, das letzte Mal, wo ich geschaut habe. Nices Ding. Ja, dann schauen wir uns jetzt einmal hier alle Pulls an. Dann sind wir auch gleich am Ende angekommen. Weiß gar nicht, wie lange jetzt das hier alles ging. Warte mal, die Campaign Rares packen wir nach hinten. So, schauen wir mal. So. Kazuchimon. Dark Knight Mon. Vergarurumon. Dorogoramon. Eigentlich mein Hit hier vom heutigen Tag. Zu stylisch das Ding. Magna Garurumon. Emperor Greymon. Lucemon Chaos Mode. Orphanimon Campaign Rare. Dann, achso, warte mal, packe ich die mal nach hinten. Dorogoramon Normal Art sehen wir hier. Ja, sieht auch nicht schlecht aus. Metal Greymon. Und jetzt kommen wir zu den Campaign Rares. Metal Garurumon. Rosemon, Phoenixmon und Orphanimon. Wir haben vier Campaign Rares geschrieben. Würde mich mal interessieren, wie viele ihr gezogen habt in euren Sets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und 9 Hits. Der Klassiker. Ja? Great Legend bis heute das vierte Set immer noch. Ja, die Ausnahmeregelung, wo ihr 10 Sets habt. 10 Hits. So, alles klar. Ich verabschiede mich jetzt auch von euch wieder. Merkt euch, jedes neue Digimon-Set wird hier vorgestellt. Macht's gut. Über ein Abo würde ich mich freuen. Euer Alfan. Tschüss.